Mahlzeit, Deutsche Kombat Radio, Videomagazin, einem neuen Video unsererseits. Und wir sind im Serien-GT Park und hier ist ein Topspin. In unserem Garten. In unserem Garten, was soll das denn? Wir sind in, also hier gibt es ja unfassbar viele verschiedene Lodges. Wir haben euch vor unfassbar vielen Jahren schon mal die Abenteuer-Lodge gezeigt. Jetzt ist es wieder soweit, wir sind in unserer Abenteuer-Lodge. Wird wahrscheinlich irgendein Entdecker sein oder so. Ja, hoffe ich mal für ihn. Wenn es sie gibt. Möchten wir eine kleine Roomtour machen? Möchtest du? Möchte ich? Okay. Ja. Und ich möchte dich vielleicht auch. Okay, das ist unsere Lodge. Das hier. Ich finde diese Lampe schon mal geil. Die gehört nicht zur Lodge, aber zur Lodge gehört. Komm mit. Secrets written in an old moleskin. And look up above. Sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. Komm mit. Ein Tisch. Ein Tisch. Zwei Stühle. Eine Lampe, die ich angemacht habe. Eine Tür aus Glas. Heißt, wenn ihr euch gegenseitig befummeln wollt, Vorhang zu. Dann geht's hier rein. Und Heizung gibt's auch, aber Heizung ist pappalapapp, ist die auch sehr gut. Gesprochen Heizung. Kleiner Fernseher und auch ein Parkplan, falls ihr euch auf euren Abenteuer vorbereiten wollt. Eine Couch. Ich glaube, man kann die auch buchen als Schlafcouch. Da gibt's dann auch noch Bettzeug dazu, glaube ich. Was ich bei sowas immer super cool und super sweet finde, ist halt dann so Deko an der Wand, wie so ein Safari-Hut und ein Fernrohr hier. Und ist das Paul? Das ist Paul Pogge. Kann man lesen. Ja, das ist deine Aufgabe immer. Paul Pogge war das 10. und jüngste Kind eines Landwirts und Gutsbesitzers in Mecklenburg. Nach seiner Ausbildung auf dem mecklenburgischen Gutsbesitz der Familie studierte er Rechtswissenschaften in Berlin, Heidelberg und München. Auf seiner ersten Jagdreise nach Südafrika 1865-66 begann seine Liebe zu Afrika und 8 Jahre später schloss er sich einer Expedition ins Lunda-Reich von König Muata Jambo im Kongo-Becken an. Er war so fasziniert von den Menschen und den ungelüfteten Geheimnissen des Kontinents, dass er zu Hause sein Gut verkaufte und eine eigene Expedition startete, um einmal ganz Afrika zu durchqueren. 1881 gelangte er ins Reich Bashilange. Mit König Kalamba Mukenge schloss er Blutsbrüderschaft und der König schloss sich glatt seiner Expedition an. Dafür blieb Pogge nach Durchführung der Expedition beim König und baute ihm eine große Forschungsstation mit Bauernhof mitten im Herzen Afrikas. Diese Station ist heute die Halbmillionenstadt Kanango der Republik Kongo. Wow! Ein Tisch, finde ich immer wichtig, dass man einen kleinen Beistelltisch hat. Es gibt Mülleimer. Gläser, Tassen, Wasserkocher. Es ist also dann gegebenenfalls für 3, wenn ich mir das so angucke. 3 Gläser, 3 Tassen. Ein Kühlschrank. Unser Cozy Bett. Ich finde das richtig gut. Schlafhöhle. Eine Schlafhöhle, auch mit Ablage da hinten. Hat die Stromsäge. I come up behind you and kiss on the side of your neck. Bathroom. Und da wisst ihr, was man damit macht? Waschbecken ist auch cool mit diesem Holz hier in der Ecke. Auch mit der Holzvertäfelung finde ich nice. Und auch noch hier eine Dusche. Vergiss es einfach. Vergiss es. Man hat es uns eingekreist. Ja, aber das ist doch irritierend gewesen. Da ist Masari-Dings los mit Safari. Nee, wir haben nämlich auch so einen Winterbahn. Stars in the sky are turning so clear. And without the words, the feelings unheard.
Something's not right. Something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't Hier gehört nämlich am nächsten Morgen auch das Frühstück und da sind wir jetzt. Ist natürlich Rambazamba, da kann ich euch das Buffet nicht abfüllen, aber es ist sehr viel, viel Verschiedenes. Trotzdem einfach gehalten. Du hast ja viele Familien mit kleinen Kindern vor allen Dingen hier. Und das frühstücken wir jetzt mal in Ruhe. Ich glaube, Uri Geller war auch schon mal, wer Uri Geller noch kennt, nicht mehr kennt, muss googeln. Aber ich glaube, Uri Geller war hier schon mal im Serengeti-Park beim Frühstück, wenn ich mir diesen Löffel so angucke. Feinste Standsware.